Da habe ich doch tatsächlich vergessen, meine Belohnung abzuholen, nachdem ich all diese Trainer in der Höhle besiegt habe. Flammenblitz. Not bad. Not bad at all. So, wir kommen zurück zu Pokémon Karmesin. Und ihr seht schon diese richtig coole Arena hier. Die lassen wir erstmal stehen. Direkt daneben an ist nämlich ein großes Gebäude, in das wir jetzt reingehen wollen. Denn wir wollen heute unseren 7. Orden ergattern. Den kriegen wir, indem wir die Arena-Prüfung hier meistern. Deshalb, lass uns noch mal sehen, was die Prüfung überhaupt ist. Willkommen in der Arena von Azarilla. Okay, ja, das kennst du ja alles schon. So. So, bevor du dich mit Arena-Leiterin Tulia messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, dich in Gymnastik zu beweisen. Oh nein. Wenn du die von Tulia selbst erfundene Gefühlsgymnastik komplett absolvierst, bestehst du die Prüfung. Um die genauen Regeln zu hören, wende dich bitte an der Dame beim Trainingsgelände. Viel Erfolg. Klingt jetzt selber keine Ahnung, glaube ich. Okay. Trainingsgelände. Ist das da ganz oben, wo wir letzte Folge gekämpft haben? In dieser coolen Arena, oder ist es wo? Ah, ne, ist es hier. Das ist direkt hier. Oh, und schaut mal, wen wir hier haben. Die eine Lehrerin. Tag, Neuzugang. Hier kannst du dich an der Gefühlsgymnastik versuchen. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie so deine Lehrerin für Kampfkunst hier in der Arena arbeitet, was? Nur deine Leiterin Tulia und ich sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Vor einiger Zeit trugen wir einen Pokémon-Kampf aus, für den wir eine spezielle Regel ausgemacht hatten. Die Verliererin muss tun, was die Gewinnerin sagt. Nun ja, du kannst dir denken, wie der Kampf ausgegangen ist. Aber das hier ist immerhin eine gute Gelegenheit, um sich fit zu halten. Also helfe ich aus, wenn ich nicht unterrichte. Die Regeln der Gymnastikprüfung sind simpel. Ich führe bestimmte Übungen vor und du musst sie mir einfach nachmachen. Hört sich ja simpel an. So, bist du ready? Natürlich bin ich das. Sehr schön, dann legen wir los. Soll ich einfach in die richtige Richtung drehen oder was muss ich machen? Bitte keine Bewegungssteuerung, bitte nicht. Bitte soll ich mich jetzt keine Joy-Cons holen. Arena-Prüfung, stell dich der Gymnastik. Sorry, der Gefühlsgymnastik, ja. Okay, let's go. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt wirklich die Joy-Cons rausholen. Was passiert jetzt? Meditalis, was hast du vor? 3, 2, 1, leg los! Okay, okay, das ist ein bisschen Rhythmusspiel. Okay, erstaunt sein. Wow! Wie oft muss ich das denn machen? So oft ich will? Bin mir gerade nicht sicher. Yeah! Nur muss ich halten. Nee. Und wieder wütend. So. Was will sie noch? Nein, das falsche. Das. Ja, genau. Hat niemand gemerkt. Perfekt. Aber noch nie hatten wir das Gelbe. Das kam noch gar nicht vor. Ist schon wieder das Gleiche. Ich verstehe das nicht. Mach ich irgendwas falsch? Hä? Ich verstehe es nicht. So. Also irgendwas muss ich doch falsch machen. Spam vielleicht? Nee, will nicht. Okay. Ist vorbei. Wir haben das gelbe Lied gehabt. Yeah. Das war großartig. Diese perfekte Ausdruckskraft hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war genug des Aufwärmens. Jetzt haben wir die Muskeln mit einem Pokémon-Kampf mal so richtig beanspruchen. Oh no. Immer schön in Bewegung bleiben. Das ist nicht nur ein Kampf. Das ist auch Sport. Boah, nee. Gar keine Lust auf Sport. Ein Hypno-Moba. Du bist jetzt erstmal weg vom Fenster. Bam. Ja, macht zwar nicht viel Damage, aber das Ding ist, glaube ich, nur die Psycho. Auch wenn es so schwarz angekleidet ist. Das Goff-Mädel ist, glaube ich, nur Typ Psycho. Mit Biss. Okay, ja, gut, jetzt hätte ich auch mein Dings. Mein
Farigiraf, so heißt das Ding. Genau, das hätte ich auch reinsenden können, aber ist jetzt auch egal. Ich merke gerade, ich habe die Items nicht gewechselt. Das habe ich wieder vergessen. Ich dachte mir irgendwie so am Anfang der Folge, habe ich nicht irgendwas vergessen? Den Dude habe ich vergessen, aber sonst nichts. Das war falsch. Du. Hier. Farigiraf, sie trägt noch das Item, womit sie mehr XP bekommt. Aber jetzt braucht sie es ja nicht mehr, weil sie ja jetzt mittlerweile aufgeholt hat. Da brauchen wir es eigentlich jetzt nicht mehr. Ist aber auch egal. Ja, okay, Doppelschrei war jetzt nicht so klug, aber das Ding ist sowieso down. Trugträne. Tust du etwa nur so, als würdest du weinen? Bam. Welch mit dir. Was hast du noch für ein Pokémon? Ja, komm. Weiter geht's. Kirlia ist ein Psycho-Pflanzen-Po. Come on! Was? Psycho-Fee oder Psycho-Pflanze? Ich hab's kaum nicht vergessen. Auf jeden Fall Typ Psycho. Oh. Oder auch nicht. Ja, wie auch immer. Das Ding geht jetzt down mit der Doppelstrahl-Attacke. Bonk. Und bonk. Müssen wir jetzt nochmal tanzen? Ich wollte natürlich Gymnastikübungen machen. Wir halten ja irgendwelche Posen einfach nur ein. Oh, wie schön! Ach, mir ist ganz so schön, ein Jahr zu drehen. Okay, und direkt wieder normal. Sehr gut, deine Pumpe an deinen Muskeln tut es gut, so in Schwung zu kommen. Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen, oder? Halt durch, die zweite Hälfte beginnt. Oh, nee. Okay, let's go. Hey, ja. Okay, was muss ich machen? Einfach nur einmal machen, glaube ich. Ich mache jetzt immer nur einmal. Hat jemand gesehen? Hat jemand gesehen? Jetzt! Endlich kommt doch mal das Gelbe. Ja. Muss ich irgendwie immer am schnellsten sein? Nee, ich glaube, das ist egal, oder? Ich glaube, ich soll noch keinen Fehler machen, die falsche Taste zu drücken. Das Minigame ist so weird. Okay, jetzt kommt gestern kein Blau mehr, aber dafür halt ganz viel Gelb. Und wütend ist immer. Ist das eine geheime Botschaft, dass wir immer böse sein sollen? Immer wütend? Oh, richtig erstaunt. Und nochmal. Wow. Und jetzt wieder glücklich. Mag die Musik, die da spielt. Okay. Wirklich perfekt. Ich hätte schon fast vergessen, wen ich hier unterrichte. Versuche den Muskelkater zu überwinden, im Pokémon-Kampf an deine Grenzen zu gehen. Ich möchte stärker werden und Muskeln aufbauen. Hast du Tipps für mich? Habe ich Tipps? Nö, eigentlich nicht. Aber das ist das Geräusch, was wir die ganze Zeit im Hintergrund sehen. Auf einmal ist er Primova mit der Hut. Krass. Na gut, Kumpel. Bonk. Groing. Ein, lass mich lügen, nur Psycho-Pokémon. Das ist, glaube ich, nur ein pures Psycho-Pokémon. Das heißt, Farigiraf sollte das wieder mal mit einem Knirscher easy peasy hinbekommen. Generell scheint die Arena hier sehr gut für Farigiraf zu sein. Ne, Psycho-Attacken sind nicht so effektiv, weil ich bin selber Psycho. Wow, toll. Du. Und ich habe eine sehr starke Attacke gegen eigentlich Unlicht. Nicht Unlicht. Ab eine Unlicht-Attacke gegen eigentlich Psycho. So meinte ich das, genau. Whatever. Du schläfst tief und fährst. Gute Nacht. Ja, zum Release von diesem Spiel war das, by the way. Oh, Schnarcher.
Wow. Zu Release von diesem Spiel war das, by the way, so, dass, wenn ein Pokémon schläft, es die Augen auf hatte. Das war anscheinend ein Bug. Ich habe es nicht erwähnt, weil ich zum einen nicht bemerkt habe und zum anderen, ich dachte halt irgendwie, die wären halt einfach zu faul gewesen, das zu machen. Aber jetzt wollte ich mal erwähnt haben, weil das tatsächlich ein Bug war. Also falls wir, ich weiß nicht, ob wir das hatten, aber falls wir es mal hatten, dass ein Pokémon geschlafen hat im Kampf, boah. Und es hatte nicht die Augen zu, dann war das ein Bug. Anscheinend. Ich hatte wirklich, die wären einfach nur faul gewesen und da haben das nicht einprogrammiert oder so. So, aber jetzt auf Doofiemon! Erstmal hier die Party zum Krachen bringen. Bam! Ich hoffe, es gibt hier nicht noch einen dritten Kampf. Ich würde nämlich gerne heilen gehen. Sehr wohl, denkt sich das Spiel. Sehr wohl. Darf ich das? Sehr wohl, mein Herr. Und meine Dame. Ich meine sogar irgendwann mal gehört zu haben, dass das weibliche Servol in jeder Hinsicht besser wäre als das männliche. Also das stimmt, aber ich habe das irgendwie so im Kopf, wenn ich das Pokémon sehe. Und ich muss immer an Schwester Joy denken, weil ich meine, sie hatte auch ein Servol im Anime? Auch im Game, glaube ich. Ich meine auch im Game Pokémon Center. Ach, whatever. Who cares? Dam badabadabam. Gegen das Wachsen von Kindern kommen meine Muskeln nicht an. Mies. Gut gemacht, damit bist du zum Ende der Gefühlsgymnastik angekommen. Das Zweifelsrunde bestanden. Glückwunsch! Die Arena-Prüfung geht aber erst als beendet, wenn du dein Ergebnis beim Empfang vorlegst. Jog also am besten gleich rüber. Okay, bestanden. Das war eine sehr seltsame Prüfung. Aber hey, we did it. Und ich gehe jetzt meine Pokémon heilen. So. Ich möchte gerne gegen Arenaleiterin ankämpfen. Das ist geschafft. Glückwunsch. Und darfst dich unsere Arenaleiterin stellen. Möchtest du gegen Arenaleiterin Tulia das magische Make-up-Wunder herausfordern? Aber sowas von. Das magische Make-up-Wunder. Wie das schon klingt. Ich meine. Das wird auf jeden Fall, Geschmack, wenn ich mir so die, dieses Gebäude, wo wir gerade kämpfen, anschaue. Verstehe, okay, dann werde ich alles in Gang setzen. Ja, das Slogan sollte kurz und knackig sein. Etwas Einfaches wie, natürlich, schön. Also kleine Flügel. Oh, und denk bitte dran, die neue Lidschattenfarbe zu bestellen. Danke, ich muss jetzt auflegen. Wir hören uns später. Hallo, sei gegrüßt. Ich bin Arenaleiterin Tulia. In erster Linie arbeite ich als Make-up-Artist. Amura hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Sie meinte, dass du eine grandiose Figur abgeben hättest. Ich muss schon sagen, du bist eine ziemlich niedliche Herausforderung, Maike. Danke. Meine Gefühlsgymnastik scheint deine innere Schönheit zum Vorschein gebracht zu haben. Du strahlst ja richtig. Und wie ich sehe, legst du auch Wert auf das Erscheinungsbild deiner Pokémon. Du hast ein Auge für Ästhetik. Ein gepflegtes Äußeres ist nicht nur wichtig für Menschen, sondern auch für Pokémon. Mit Make-up kann jeder selbst bestimmen, was für einen Eindruck er erwecken möchte. Es ist wie Zauberei. Lass mich mein Können beweisen, deine süßen Pokémon noch viel schöner machen. Okay. Du. Die Pose. Sie gibt auf jeden Fall sehr viel Wert auf Schönheit. Ha, aus der kann man was machen mit etwas Make-up-Magie. Aber womit soll ich anfangen? Lass mal nach dem Kampf drüber nachdenken. Ja, ich muss mich erstmal konzentrieren zu gewinnen. So. Delphi-Man kann sich gleich verwandeln. Ja, gut. Was mache ich mit einem Fahrgiraff gegen ein anderes Fahrgiraff? Ich meine, ja, könnte ich machen, aber... Versuchen wir mal Vielender. Das ist sowieso viel stärkere Attacke. Also los, Super! Daneben! Oh. Aua!
Ja, also wenn das jetzt nicht One-Shotet, dann wäre... Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht One-Shotet, habe ich ein Problem. Aber das war doch kein Crit. Also keine Ahnung, ob es auch ohne Crit geone-shotet hätte. Auf jeden Fall Crit. Nice. Ba-da-bam. Boah, Level 46 schon. Oi, oi, oi. Okay. Gardevoir. Psycho... Fee? Ich habe keine Ahnung, to be honest. Könnte Fee sein. Könnte Pflanze sein. Auf jeden Fall Psycho. Das ist offensichtlich. Ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Und sie hat, by the way, 4 Pokémon, ja? Das muss man mal loben hier, dass ein Trainer mehr Pokémon hat als gedacht. Und das hat weh. Das hat eigentlich so sehr weh, wie mir dein Angriff getan hat. Deshalb muss ich das rausswitchen. Für. Ah, Schlammburger. Na, komm, bleib drin. Nein, ich ver. Wieso defaultet das wieder auf die oberste Attacke? Normalerweise ist das immer auf der Attacke, die man zuletzt eingesetzt hat. Ah, okay. Aber. Ich glaube, es ist Psychofee. Ich werde trotzdem mal Takokro einsetzen. Einfach weil das mehr tankt und diesen Kampf leichter macht für mich. Immer muss ich mir leichter machen. So, Flammenwurf sollte genügen. What? Excuse me, what? So viel Damage. Reicht. Wow! Und noch mehr Level-Ups! Psyopatra! Ich hab keine Ahnung, was für ein Typ du bist. Fee irgendwas. Fee irgendwas. Wahrscheinlich Psycho-Fee, oder? Weil sie ist eine Psycho-Rennleiterin. Würde Sinn machen. Aber das Ding kennen wir schon. Wäre beinahe in meinem Team gewesen. Naja. Und leider kann ich mich auf meinen Starter nicht mehr verlassen. Der ist jetzt weg. Fürs Erste. Ja, ich habe nicht mehr so viel, ne? Ich kann zwar mit The Titan versuchen, vielleicht einen Body Slam oder so einsetzen. Ich meine, The Titan kämpft sowieso nicht sehr oft, deshalb. Muss ich es öfter mal einsetzen. Boah, was macht so viel Damage? Komm, Paralyse wäre geil. Paralyse wäre echt geil. Oh, Crit sogar. Aber leider kein Crit. Leider, leider. Hey, beide Attacken sind ziemlich gleich. Nur der Sprung wieder. Schlechter als das Body Slam gefühlt. Das sollte mich aber nicht killen. Richtig. So, bitte Paralyse diesmal. Leider nicht. Ich kann nur hoffen, dass es mich verfehlt. Okay. Mist. That's not so good. Okay, was mache ich jetzt? Wie mache ich sie down? Ja, yeah, du schrei du mal rum, du schrei du mal. Das Problem ist, Super wird keine Attacke mehr überleben, glaube ich. Ich kann es mit Delphi-Man probieren. Los, Delphi-Man! Super, Wechsel. Super, duper. Du machst Düsenieb. Waja! Nice job! Ja, also Delfinator soll in dieser Form, in der Heldenform, sehr OP sein. Florges ist hundertprozentig ein Feen-Pokémon. Na komm, Delfinator kann drinbleiben. Du bist widerspenstig, wie wasserfestes Make-up. Da brauche ich einen guten Entferner. Da. Das Ding so. Moment, hat sie Feen-Pokémon oder Psycho-Pokémon? Vielleicht habe ich das noch falsch im Kopf gehabt. Ich meine aber Psycho. Kampflage, Zeit für ein Umstyling. Du wirst mit einem neuen Ich wiedergeboren. Oh, das habe ich schon ganz wieder vergessen. Aber komm. Das sollte kein Problem sein für unser Team. Vor allem nicht für unseren Pepsi-Man. Ich meine natürlich Delphi-Man. Yeah. Was hat's denn da drauf? So ein magisches Auge.
Das muss ja schon die Psycho sein. Oh, wow, wow, oh. Oh, wow, 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 wow. Warum so viel Damage? Das ist nicht okidoki. No, wow. Da bin ich direkt wieder weg. Wir sehen uns ein andermal wieder. Ich muss ja schnell hier raus. Oh, wow, wow. Belly Bolt. Hast noch gar nicht gekämpft, yeah. Du kannst jetzt deinen Skill beweisen. Außer du gehst instant drauf. Natürlich nicht. Schon. Ladungsstoß sollte reichen, wenn du nicht stirbst. Knappes Match. Aber natürlich gewinnen wir. Bong. Ja, Kampf war nicht so schwer. War in Ordnung. Yeah. Weiß nie, was ist das denn für eine Attacke? Anwenderschutz ist mit einem Nebel von. Ach komm, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Deine Stärke ist hier der mächtigste aller Zauber. Danke. Ich möchte jetzt meinen siebten Orden. Ich habe mir verdient. Ich habe verloren. Und nicht nur das, sogar deine Schönheit war meiner ebenbürtig. Du bist wirklich klasse, einfach Spitzenklasse. Vielleicht sollte ich dich unter meine Fittiche nehmen, bevor du anderswo groß auskommst. Aber zuvor muss ich wohl erstmal an meinen eigenen Fähigkeiten feilen. Wie auch immer, herzlichen Glückwunsch, Michael. Lass mich dir an einer Orden in einer ganz besonderen Pose bereichen. In einer ganz besonderen Pose? Oh. Ja, Gymnastikübung. Macht Sinn. Die zwei Medizin ist da. Das ist so Security. Da du nun 7 Arena-Orden besitzt, lass dich Pokémon bis Level 55 leichter fangen und gehorchen. Wenn du hart trainierst, wirst du diese Attacke perfekt ausführen können. Ups, Chinese. Sehr gute Attacke. Ach, und eines noch. Teile bitte keine Selfies, die du mit mir gemacht hast in deinen sozialen Medien. Versprich es. Warum? Durch diesen schweißtreibenden Kampf ist mein Make-up jetzt bestimmt ganz verschmiert. Das muss ich so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Gleich steht schon der nächste Termin an. Du hast heute gut gekämpft. Bis zum nächsten Mal. Boy. Okay, Leute, und warum direkt hier aufhören? Wir können uns ja auch direkt den nächsten Orden schnappen. So mit den letzten. Hallo auch, ich bin's Kay. Erinnerst du dich noch? Ja. Das Bewerbungsgespräch. Ich kann mich dran erinnern, Kay. Die Arenen scheinen dir ganz. Ja, keine großen Schwierigkeiten zu bereiten. Kay, Kay! Hoppla, stimmt ja, ihr beide kennt euch noch gar nicht. Das hier ist Maike. Sie kann so gut mit Pokémon umgehen, dass sogar der Top-Champ auf sie aufmerksam geworden ist. Oh, na, sowas! Meine Pokémon ist aber auch sehr stark! Poppy! Poppy, oh nein, ich muss an ein Videospiel denken mit einem ähnlichen Namen. Oh nein. Nicht gut. Alleine deswegen schon unsympathisch. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich frage mich, wer von euch beiden wohl stärker ist. Also, Was stärker? Willst du, wir sagen, sie ist etwa. Ja, ich bin von den Top 4. Also bin ich bestimmt viel besser, jawohl! Du bist echt knuffig. Dieser Stöpsel hier gehört tatsächlich zu den Top 4. What? Ja, genau. Hoffentlich kann ich dir ganz doll bald meine Pokémon zeigen. Komm, ganz dieser Pokémon hier, ja? Sie ist der höchste Punkt der Trainerkarriere. Karriere, genau. Dann warte ich auf dich. Bis bald. Hey, nicht so schnell, warte. Nun, du hast Papi gehört. Leg dich auf sie ins Zeug. Leg dich auch für sie ins Zeug, okay? Viel Erfolg. Hey, Papi, lass mich nicht einfach so alleine stehen. Okay, was geht denn da ab? Interesting. Dun 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 dun. So, aber wie ich bereits sagte, warum hier schon aufhören? Während wir uns direkt den nächsten Orden schnappen könnten. Warte, bevor ich den jetzt suche. Ich sollte erstmal heilen gehen. Die nächste Arena befindet sich nämlich hier unten. Das ist unsere letzte Arena, aber alle Orden. Die Eis-Arena. Die müsste eigentlich hier
unten sein. Das heißt, vielleicht können wir hier irgendwie den Berg hoch erklimmen. Hab ich hier schon gesehen, hier gibt es noch ein Item. Wenn wir da hochkommen. Wenn wir da... Ah, Moment, das geht doch... Ah, wo bin ich? Ich bin hier stuck. Hilfe! Moment. Wenn ich jetzt... So. War es das wert? Nein, war es das nicht. Denn die Attacke hat literally schon ein Pokémon von uns. Hier gibt es ein paar Pokémon. Und, Whee! Ich bin stuck! Kann ich stehen? Okay. Ah, vielleicht kann ich hier hoch. Okay, ich wusste gerade nicht, wo ich lang gehe. Aber. Ja, doch, hier geht's lang. Hier ist ein Banett. Es ist schon Abend, ist anscheinend im Game. Gibt es ja auch Geister-Pokémons. Natürlich. Auch ein Schnee-Seso-Kitz. Das war kein Witz, Botuki. Gehe ich gerade überhaupt richtig? Ja, mehr oder weniger. Ich muss ein bisschen mehr so in die Richtung gehen. Also ein bisschen mehr den Berg hinauf. Oder sagt mir jetzt nicht, das geht nicht von hier. Oh doch, das sieht schlecht aus, muss ich sagen. Ich glaube, da muss man von der anderen Seite. Sprich... Moment, ich muss kurz landen. Sprich, ich glaube, man muss von... Hier. Den Weg. Ja, das würde Sinn machen. Ich guck noch mal ein bisschen. Ob man nicht doch irgendwie hoch kann. Ah, wir sliden. Wir sind im Kalender. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber die können da stehen, oder was? Ja, ist ja klar. Ja, okay, komm. Dann fliegen wir hier unten hin. Wir hatten hier schon mal eine Trainerin, die wir nicht besiegen konnten, da wir da zum Zeitpunkt noch zu schwach waren. Da war schon Level 40 noch zu hoch. Jetzt sind wir selber Level 40. Bedeutet, das sollte mittlerweile kein Problem mehr darstellen. Dreh mich bitte in die Richtung. Ist schon die richtige Richtung? Wunderbar. Ach genau, hier. Genau, hier ist das. Ich schätze mal hier hoch. Genau, diese Trainerin war das, jetzt wo die ganzen Hariyamas gespawnt sind. Vielleicht können wir sie jetzt besiegen. Nein! Ich möchte mit der Dame dort reden. Wieso bin ich jetzt hier? Ich will nicht sein. Lass mich in Ruhe. Kannst du die Kinder woanders wegbringen und verteidigen? Keine Ahnung was. Komm, Ja, hat geklappt. So, Rematch. Genau, und nachdem wir alle Orden haben, weil wir holen uns jetzt den letzten Orden, machen wir die anderen, was waren das, 3, 4 Sachen, die noch auf der Map fehlen. Genau, die machen wir dann. So, Rollwände, denn mit Delphi-Man komme ich hier nicht so gut an bei einem Gastfutter. Da wechsle ich lieber auf so jemanden wie... Ja, wen denn zum Beispiel? Vorregiere vielleicht mal. Vielleicht ist Doppelstrahl ja stark genug. Könnte es auf jeden Fall. Und wenn ich den ganzen Schnee hier sehe, ne? Eine kleine Real-Life-Story für das Ende der Folge. Die letzten paar Tage habe ich immer ein bisschen lachen müssen, wenn jemand gesagt hat, hey, heute wird es schneien, hast du schon gehört? Weil gefühlt jeden Tag wurde mir gesagt, hey, heute soll es schneien. Und natürlich hat es dann nicht geschneit. Und deshalb muss ich immer lachen. Weil Schnee und Deutschland im Dezember? Also, wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber heute, wo ich das Video aufnehme, hat es tatsächlich mal geschneit. Und das sogar nicht wenig. Jetzt auch nicht krass viel, aber schon ein gutes Stückchen, dass man es bemerkt. Und ja, ihr müsst wissen, ich mag Schnee. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich liebe Schnee, aber das war vielleicht ein bisschen zu weit. Hast du noch ein Gastrodon? For real? Okay. Und ja, das war wirklich ein positiver Schocker für mich, dass ich falsch lag und tatsächlich
doch Schnee hier rumliegt und es schneit. Hoffentlich ist es auch die nächsten Tage so und nicht ein Einzelfall. Wünsch mir Glück. Also hier in-game sieht es auf jeden Fall schon mal schön aus mit dem Schnee. Aber glaubt mir, im Real Life ist es sogar noch schöner. Also, ich weiß, viele Leute hassen die Kälte. I know. Sehr viele Leute sind da. Ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ich habe lieber die Kälte als die Wärme. Also lieber friere ich, als in der Hitze zu schmelzen. Aber ich weiß, dass viele genau andersrum sind. Und das ist vollkommen okay. Ich meine, ich hasse ja Sommer auch nicht oder so. Hab nichts gegen den Sommer. Ich finde nur einfach den Winter cooler. No pun intended, oder vielleicht doch? Boah, ich wechsle mal schon ein Pokémon. Die Makumita schauen mir die ganze Zeit zu. Seht ihr das? Die da hinten, die labern über irgendwas. Aber ja, lasst uns auf jeden Fall hoffen, oder ich hoffe zumindest, dass in den nächsten Tagen es weiterhin schneien wird. Muss aber nicht unbedingt stark sein. Zumindest so, dass man es bemerkt. Und dass ein bisschen Schnee rumliegen bleibt. Und ich hoffe auch, dass ihr in der nächsten Folge dabei seid und jetzt ein Like da lässt. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht, wo wir gegen einen weiteren sehr nicen Arena-Leiter kämpfen. Eiskreise, was ist das für eine Attacke? Dann, wenn er fühlt seine Füßen dünnes Eis, wirbelt herum, greift so das Ziel an. Die dringen zu etwaige Felder. What? Das war besser als Lawine. Ja, okay. Why not? Uff, das ist echt etwas im Kasten. Nicht nur da. Yeah, ich hab's für euch geschafft. Ja, wir machen nochmal eine Posen. Ah, hier mache ich die Posen. Yeah.